Herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. Ich habe letztens im Livestream kräftig weitergemacht. Gucken wir uns an, wie weit ich gekommen bin. Ich habe oben die große Wiese sediert. Hier einmal das eine Silo, ist ziemlich voll geworden. Folie geht nicht ganz runter. Hier das andere. Und jetzt haben wir hier noch einen kleinen Rest, denn wir müssen hier vorne noch diese Wiese mähen. Die müssen wir noch mähen. Wir haben jetzt November, dann sind wir erstmal vorerst fertig für die Saison. Nicht wundern, ich habe mir hier einmal ein 1050 gemietet. Und zwar, ich hatte ja so Probleme mit dem 942, da die Berge hochzukommen. Das ging teilweise gar nicht. Habe ich mir den hier geholt. Die Ballen habe ich so ein bisschen unordentlich hier weggeräumt. Die sind ja auch bald verfüttert hier. Also sonst hier zwei Stück reinschmeißen. Oder erstmal ein. Dann sieht es, glaube ich, ganz besser aus. Ich habe mir mein Panel übrigens geholt. Das funktioniert jetzt auch wieder alles wunderbar. Geht natürlich viel besser, ne? Genau, haben wir den schon mal reingeschmissen. So. Stück für Stück wird es ja denn hier sauber. Die sind jetzt bald weg. Gucken wir nochmal bei den Rindern rein, was bis dahin passiert ist. Wir haben jetzt hier 1700 Liter Milch und 9000 Liter Gülle. Wir brauchen natürlich noch ein Güllefass, damit wir die Biogas beschicken können. Und ja, aber ich würde mal sagen, wir werden jetzt erstmal weitermähen oder beziehungsweise zu Ende mähen, damit wir auch das letzte Silo abdecken können und alles vernünftig, ich wollte eigentlich gar nicht so rum, und alles vernünftig abschließen können für dieses Jahr. Und wenn dann die großen Silos siliert sind, dann werden wir noch einen weiteren Stall bauen. Ich habe jetzt eine Mod runtergeladen, da ist der Stall etwas vergrößert für 500 Tiere. Ich halte nämlich die Größe an sich etwas unrealistisch. Also hier dieser Stall, den wir jetzt hier gerade sehen auf dem Bild, nur 45 Tiere mit dieser Weide hinten drauf. Ja gut, wenn man die Liegeplätze anguckt, ist das schon ein bisschen wenig. Aber müssen wir sehen. Finde die Variante eigentlich gar nicht schlecht, zumal dort werden auch Ballen akzeptiert. Also wir können dann auch mit Quaderballen einstreuen. Das ist für mich irgendwie auch ein wichtiger Punkt, denn das funktioniert auch in echten Ställen. Haben wir jahrelang so in unserem Stall gemacht. Wir hatten Mastrinder. Das heißt, wir haben die Ballen reingestellt, abgewickelt, reingestellt, ne? Oder beziehungsweise im Stall abgewickelt. Dann die Tiere wieder reingelassen und die haben da so einen Mordspaß, diese Ballen da mit den Hörnern und mit den Köpfen auseinander zu wurschteln und streuen sich wunderbar selber ein. Ist natürlich auch ein bisschen an der Art des Stalls. Wir hatten ja so einen großen Laufstall, das heißt, die Rinder leben in einer großen Gruppe zusammen. Und dadurch haben sie natürlich mega viel Freiraum in dem Stall und dann ist sowas natürlich auch möglich. Gar kein Problem. Ja, wenn wir soweit dann erstmal alles eingesammelt haben, dann überprüfen wir nochmal unseren Fuhrpark, wie wir das in Zukunft gestalten werden. Ich habe nämlich jetzt noch einmal ein Big X, Quatsch, ein Big X, ein Kone Svadro 2000 runtergeladen, also 20 Meter Arbeitsbreite. Wir haben natürlich die Problematik, dass ich bei all diesen Flächen hier immer alles alleine machen muss. Der Helfer funktioniert ja wirklich nur bedingt. Bisschen der Nachteil an dieser Map, die ich hier ausgesucht habe. Und dadurch, denke ich mal, müssen wir auf möglichst große Arbeitsbreiten gehen, um überhaupt voranzukommen. Ich denke mal, ab früher haben wir dann noch ein Güllefass. Wir werden mal überhaupt gucken, wie viel Geld wir jetzt hier produzieren. Ich kann es jetzt noch nicht abschätzen. Wir haben jetzt, kann ich euch schon mal zeigen, wir haben ja unsere Gewächshäuser. Die sind ja gar nicht so schlecht, ne? Die haben gestern, also am letzten Tag, 2400 eingebracht, jetzt schon 1700. Das ist natürlich ganz vernünftig. Und Einnahmeernte, da wird die Biogas verbucht. Das ist noch ein kleiner Fehler, Leute. Alle, die hoffen, Einnahmen BGA, steht hier etwas, das wird momentan noch bei der Biogas reingebucht. Also, wie gesagt, hier handelt es sich um einen kleinen Fehler. Da ich aber so keine weiteren Ernteeinnahmen habe, ist das absolut plausibel, ne? Das ist hier das. Oh, Moment. Oh, Dankeschön. Also, das ist hier absolut realistisch. Und wir haben jetzt 10 Uhr und haben jetzt schon im Prinzip von dem Biogas 4.500 Euro eingenommen.
Das sind ja dann in 10 Stunden 450 Euro in der Stunde, am Tag 9.000, 10.800 Euro. 10.800 Euro reicht easy für Zins und Tilgung. Ne, nur Zins, nicht mal Tilgung. Wir brauchen noch Geld für die Tilgung. So, wir müssen natürlich noch ein bisschen Geld, müssen wir natürlich noch aufnehmen, dass wir hier unten bauen werden. Also wir werden noch einen Stall bauen und die Verarbeitung. Das ist ganz wichtig. Den einen Stall, den werden wir vielleicht erstmal nur mit 100 Tieren bestücken. Einfach um zu gucken, wie viel Futter brauchen wir überhaupt für eine Saison. Dass wir bis zum Frühjahr kommen. Und dann natürlich werden unten auf dem nächsten Standort werden natürlich noch weitere Siloplatten gebaut. Ich habe mir aber gedacht, hier oben erstmal für den kleinen Stall, für die kleine Biogasanlage ausreichend. Lisi und Sepp haben ja auch schon ein bisschen gearbeitet wieder. Die haben Weizen gedrillt, soweit ich weiß. Also ich glaube, Weizen oder Gerste haben sie gedrillt. Hatten da gewisse Probleme mit dem Flüssigkeitsauffüllen bei den Gewächshäusern. Muss ich den beiden aber auch ein bisschen recht geben. Und zwar, ich habe die falsche Taste gedrückt. Und zwar ist es ja so, Lisi hatte das auch gedacht. Bei den Güllefässern steht ja für das Transportieren von Flüssigkeiten. Wenn man jetzt nicht ein LS-Spieler seit Ewigkeiten ist, und das sind die beiden nicht, also damit haben sie sich ja nicht intensiv beschäftigt, kann man gar nicht wissen, dass damit nur Gülle und Gerste gemeint sind, in diesen beiden Güllefässern. Für mich persönlich erschließt sich auch nicht, warum man mit einem Güllefass kein Wasser fahren kann. Das funktioniert, wir machen es in der Realität auch. Also in der Hinsicht finde ich es ein bisschen unrealistisch. Und es handelt sich ja nur um Wasser für Gewächshäuser. Da ja Tiere nun kein Wasser mehr benötigen, hätte man ja diesen Switch machen können und hätte sagen können, okay, Güllefässer können jetzt Wasser fahren. Ne? Dass man natürlich nicht mit den Fässern Wasser für die Tiere fährt, womit man auch Gülle fährt, ist ja wohl logisch. Aber andersrum kann ich es auch ein bisschen nachvollziehen. Also, dass die beiden das nicht wussten. Und mir geht es ja inzwischen auch so ein bisschen mit dem Stall unter anderem. Das heißt, oftmals ist es ja so, dass der LS sich anders Dinge denkt, als sie in der Realität sind. Versteht ihr? Also auch ich als richtiger Landwirt habe ja einen Plan, wie es in der Realität funktioniert, muss aber auch immer wieder einfach gucken, ob der Landwirtschaftssimulator das auch so abgreift, wie man gerne hätte. Und das, da muss ich den beiden einfach recht geben. Also mit der Idee, mit dem Güllefass Wasser zu fahren, waren sie ja nun absolut richtig. Aber die Spielmechanik sieht es ja nun ein bisschen anders. Dann hatten wir natürlich die Variante, genau, der 942 kam nicht den Berg hoch. Hat jemand geschrieben, der ist einfach zu leicht. Also, dass ein 11-Tonnen-Schlepper zu leicht für einen Ladewagen ist. Das ist keine Ahnung, 700er Fendt oder so, das ist ein 11-Tonnen-Schlepper in der Grundvariante. Das heißt, wenn der Tank schon mal voll ist, wiegt er fast schon 12 Tonnen. Da sind natürlich keine Achsgewichte drinne. Aber selbst voll ballastiert, wir hatten den im Stream nochmal voll ballastiert, kam er diesen Berg nicht hoch. Und für 420 PS, wenn die Zapfwelle ausgeschaltet ist, nicht den Berg hochzubekommen, ist relativ schlecht. Also da funktioniert es hundertprozentig nicht. Ich weiß, ihr seid alle der Meinung, ich habe noch nie Berge gesehen. Ich habe auch Berge gesehen, auch sowas, was hier wir gerade bemähen, haben wir auch in der Realität bei uns. Und ich weiß halt, wie viel 420 PS sind. Und das ist eine Menge. Das ist einfach unfassbar viel. Und die knicken so schnell nicht ein. Zum anderen, realistisch ist es ja so, dass die neue 900er Fendt-Generation keinen Allradknopf mehr hat. Die hat permanent intelligentes Allrad. Und verteilt auch dementsprechend
die Kraft der Räder so, dass kaum Schlupf entsteht. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel dieses BMW X-Drive kennt, wo alle Räder unterschiedliche Kraft und Drehzahlen fahren können, das funktioniert so hier auch. Nicht ganz so intelligent, also nicht ganz so krass, weil ja nicht in jedem Rad ein eigener Motor sitzt, aber man muss sagen, der hat schon wenig Schlupf. Auch wenn er richtig krass ziehen muss, fährt er selten über 10% Schlupf. Jetzt werdet ihr sagen, oh, 10% ist noch viel zu viel. 10% ist tatsächlich die Marke mit der höchsten Kraftübertragung. Gut, Wada habe ich mir einen größeren geholt, weil ich gedacht habe, der Helfer würde damit besser funktionieren, aber funktioniert trotzdem nicht. Was ich letztendlich gemacht habe, ich habe das Vorgewende geschwadet, habe es mit dem Ladewagen einmal weggenommen und dann funktioniert der Helfer auch einigermaßen. Das hat aber nur auf diesem großen Stück funktioniert mit dem ganz großen, ja, mit dem ganz großen Stück halt, weil der Helfer dann ein bisschen vernünftig umdrehen kann, alles drum und dran. Ja, ansonsten die anderen beiden haben jetzt Hühner, soweit ich das gesehen habe. Habe gestern auch mit Lisi nochmal kurz drüber gesprochen. Gewächshäuser. Und ja, mal gucken, was sie dann ein bisschen mehr machen wollen. Sie werden wahrscheinlich ein bisschen mehr in Richtung Ackerbau gehen. Aber soll mir ganz recht sein, dann können wir ein bisschen mehr kooperieren. Ab nächster Woche würde ich auch fast vermuten, kriegen wir es wohl hin, dass wir das Ganze ein bisschen parallel machen. Das heißt, wir können davon parallel ein bisschen streamen und auch Aufnahmen machen, weil wir dann räumlich getrennt sind. Also Lisi und ich. Ich habe heute ein bisschen Seitenlicht. Draußen schneit es nämlich so schön. Und ja, irgendwie ist das immer schön, wenn man dann rausguckt. Man sieht den Schnee. Man freut sich, dass man draußen nicht arbeiten muss. Also aktuell mehr als die Biogas haben wir ja nicht. Das heißt, wir haben alle Maschinen sauber gemacht. Und ja, jetzt sind auch alle im Urlaub. Ist auch immer ganz schön. Das heißt, wenn die Jungs da sind. Dann ist es für mich auch immer, ja, ich kann dann nicht zu Hause sein. Also ich mache dann meistens Homeoffice, aber dann irgendwie mal einen halben Tag frei nehmen oder so und meine Jungs arbeiten, das passt für mich immer nicht. Und so habe ich eigentlich auch immer nur richtig Ruhe, wenn die auch alle zu Hause sind. Und jetzt habe ich halt ein bisschen Biogasdienst, teilen wir das zusammen mit dem Mitarbeiter von dem Biogas. Ist aber auch viel Futter drauf, ne? Meine Strategie wird wahrscheinlich sein, dass ich mir vielleicht nur einiges an Technik kaufe und einiges, also beziehungsweise das meiste miete. Ich habe letztens gerade einen Beitrag oder einen Bericht gesehen, dass sich es lohnt, das meiste doch zu mieten. Das gehe ich auch davon aus, dass das so ist. Denn ab jetzt haben wir ja diese erhöhten Wartungskosten. Und der Grundgedanke ist ja einfach, wenn wir uns eine Maschine mieten, dann können wir damit fahren und geben die wieder ab und haben ja sozusagen diese Wartung und Instandhaltung ja nicht. Das heißt, wenn wir jetzt eine Maschine kaufen würden, haben wir ja erstmal das Geld, was wir aufbringen müssen und regelmäßig Wartung und Instandhaltung. Bei der Miete ist es ja so, nur so, wenn wir es intelligent machen und nur dann mieten, wenn wir sie brauchen, zahlen wir auch nur für den Zeitraum. Ich denke, die Strategie werden wir verfolgen. Ich denke aber auch für bestimmte Dinge, so wie ein Mischfutterwagen oder ja, ein Teleskoplader oder beziehungsweise ein Radlader, werden wir das kaufen, weil das, glaube ich, schon Sinn macht, weil das halt wirklich Maschinen sind, die dann permanent laufen. Und das spiegelt eigentlich auch so ein bisschen die Realität wider. Das heißt, Geräte, die ich vielleicht nur saisonal brauche und nicht auf eine richtig hohe Auslastung kommen, da macht schon mal eine Miete Sinn. Wir reden da immer von Langzeitmieten. Das heißt, diese Variante, hey, ich brauche mal einen Trecker für 2 Tage, ist relativ selten und funktioniert meistens auch nicht, weil die Verfügbarkeit der Maschinen meistens nicht da ist. Was aber funktioniert ist, hey, ich bräuchte einen Mähdrescher für die nächsten 4 Jahre. Meistens bekommt man das Ganze in All-Inclusive-Mieten. Das heißt, man hat einen Beitrag im Jahr, ja, je nachdem, wie man bezahlt,
ob man einen Beitrag im Jahr hat oder monatlich. Und da ist bis auf Versicherung alles inkludiert. Also Versicherung muss man alleine bezahlen. Diesel ist natürlich auch logisch und eventuell Verschleißteile. Das heißt, wenn man da hingeht und sagt, ich brauche Mähdrescher für die nächsten 4 Jahre, Modell XY, bekommt man da einen Preis. So und so viel Euro kostet das pro Jahr mit Wartung und Verschleiß. Das heißt, ich habe einen festen Preis, mit dem ich kalkulieren kann. Egal was passiert, da kommen keine weiteren Kosten dazu. Ja, auch wenn er abbrennen sollte, habe ich ihn ja versichert. Das ist meistens ja auch Bestandteil dieser Mietverträge, also er muss versichert sein. Ja, und ich habe halt eine feste Summe X, mit der ich immer kalkulieren kann. So. Natürlich ist es so, wenn ich eine Maschine länger fahren will, über 10 Jahre, ist natürlich die Finanzierung vielleicht interessant oder der Kauf interessant, aber das muss jeder für sich entscheiden. Aber diese Mietmodelle, gerade im Mähdrescher Bereich, haben sehr, sehr viele Vorteile. Ich kann auch den Betrieb ein bisschen flexibler gestalten. Das heißt, wenn ich mal Fläche zubekomme oder so, oder Fläche weggeht, bin ich nicht ewig an eine Maschine gebunden, die ich vielleicht erst noch abzahlen muss oder der Marktwert schlecht ist. Und wir haben natürlich den Vorteil, wir zahlen den Wertverlust einer Maschine nicht. So, den stellen wir mal hier hin. Los geht's. Ich glaube, den werden wir uns saisonal auf jeden Fall wieder früher holen. Oder wiederholen. Weil der funktioniert wirklich gut. Ich habe jetzt anfangs immer ein bisschen mit Siliermittel gearbeitet. Habe jetzt aber für die letzten Meter hier holen wir jetzt kein Siliermittel mehr. Also der 1050 ist natürlich völlig übertrieben vor so einer Maschine in der Realität. Aber hier in-game funktioniert der wirklich gut, muss man sagen. Warum ist er übertrieben? Ganz einfach, der hat ein massiv hohes Leergewicht, weil es ein riesiger Trecker ist mit 517 PS. Das heißt, die effektive Zuladung, die wir am Ende haben, ist vielleicht 10 Tonnen, die wir haben dürfen. Und was wir natürlich haben, wir haben einen exorbitant hohen Preis für Euro pro Stunde, was diese Maschine kostet. Müssen wir auch sagen, hätten wir jetzt das Problem mit den Bergen nicht gehabt, wäre ich jetzt hier auch weitergefahren mit meinem 942. Mal gucken, wenn wir ja noch vielleicht auf eine andere Map ziehen oder sowas, oder nochmal ein anderes Projekt starten werden, werden wir sehen, wie dann der Maschinenpark aussieht. Ich muss sagen, wo ich jetzt in den Livestreams immer ein bisschen Probleme hatte, war das Abladen in den Silomauern bzw. in den Silos. Denn der kleinste Grashügel sorgt ja dafür, dass die Maschine einfach nicht mehr weiterkommt. Absolut unrealistisch. Also das ist wirklich absolut unrealistisch, Leute. So ein 500 PS Schlepper ist eigentlich so schnell nicht aufzuhalten. Natürlich kann man sich damit auf dem Silo festfahren, aber das geht nicht so schnell, wie man das hier in diesem Spiel kennt. Ich habe jetzt immer ein bisschen, oder bin jetzt rückwärts raufgeschoben. Und habe dann nach vorne abgeladen. Aber so kann ich ein bisschen mehr ins Silo packen. Ich habe dann auf eine Stelle abgeladen. Habe das ein bisschen hintereinander voll gemacht, das Silo. Und dann habe ich mir ja noch 3, 4 Hänger, kann man dann auch wunderbar glatt schieben.
Was natürlich auch cool wäre, wenn ich das mit den anderen beiden hinbekomme, wenn die mal Lust haben und mal bei mir aushelfen wollten. Vielleicht haben sie auch mal irgendwann mal coole Anhänger, dass ich vielleicht irgendwann nur noch einen Häcksler habe und den Transport machen die anderen beiden. Würde man noch ein bisschen mehr schaffen. Ich glaube, wäre auch auf jeden Fall ein cooles Projekt. Also ich würde ein bisschen mehr gerne mit denen zusammenarbeiten und ich glaube, die beiden auch. Vielleicht bekommen wir auch in naher Zukunft irgendwelche Assistenzsysteme rauf, wie Autodrive oder Crossplay, sodass man Mähen und Schwaden vielleicht automatisch machen kann. Wäre eine wirklich super Sache und wir fahren nur noch Transport ab oder auch Ladewagen würde ja auch in Zukunft gehen, sodass wir mehr und mehr wachsen nachher auf unserem Betrieb, dass wir dann auch intelligente Helfer haben, die uns natürlich richtig unter die Arme greifen, sodass das Ganze hier natürlich auch realisierbar ist von den Spielstunden. Ansonsten, wir haben auch drüber gesprochen, dass wir vielleicht in den Livestreams oder so, dass uns Leute helfen. Vielleicht für kleine Arbeiten. Ich hatte jetzt letztens einen Helfer dabei, der hat einmal kurz ein bisschen Silo festgefahren. Alex, nochmal vielen, vielen Dank dafür. Weil man muss auch sagen, es war halt schon dunkel. Wir hatten noch Oktober. Die anderen beiden wollten noch unbedingt Getreide drillen. Und damit wir das überhaupt schaffen, haben wir es dann so gemacht. So. Cool wäre natürlich auch, wenn wir diese Ebene hier angleichen könnten. Kostet wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld, oder? Ich meine, die Bäume sind ein bisschen im Weg. Kriegen wir die weg? Oder sagt man, kriegen wir die Bäume weg? Mit Kettensäge oder mit einem Baumsäge? Oder wie hat sich das? Es wäre cool, wenn wir dieses Plateau vielleicht vergrößern könnten, dass wir noch mehr Ställe hier oben rauf bauen. Unten bleibt das sozusagen Ackerfläche. Würde man das gut hinkriegen? Sagt mal was, Leute. Schreibt mal was in die Kommentare. So, das war's. Wir sind dann durch mit der Ernte für dieses Jahr. Festwalzen zudecken. Das nehmen wir noch mit rein in diese Folge. Und dann können wir auch das alles zurückgeben, was wir erstmal nicht mehr brauchen. Und früher würde ich den ersten Schnitt, könnten wir dann halb-halb machen. Halb Heu, halb Silage. Wir müssen erstmal gucken, wie viel wir von allen immer brauchen. Kannst du halt noch überhaupt nicht einschätzen, ne? Was ich jetzt, achso, genau, die Problematik hatten wir letztens gelöst. Ich habe jetzt bei den Steuerungen, muss ich jedes Mal das neu belegen. Aber mir wurde gesagt, dass man einfach nur das Ganze im Hauptmenü machen soll. Und dann funktioniert das auch. Also ich muss sagen, ich finde es fast ein bisschen besser, das Silo schieben als vorher. Also, weil man jetzt wirklich Masse vorweg bewegt. Das war ja vorher ein bisschen anders im LS. Das heißt, man kann wirklich ein bisschen so ein Silo auch steil hochbauen. Finde ich eine geile Sache. So, fahren wir nochmal von der anderen Seite ran. Und das ist auch nochmal so ein bisschen rampenartig. Und dann können wir es ja festfalzen und dann sind wir auch durch. Können wir es zudecken. Und dann haben wir pro Schnitt so drei solche Siloplatten voll. Das heißt, wir würden dann nochmal zwei große bauen. Und dann müssen wir gucken, dass wir vielleicht immer pro Schnitt eine große Platte voll haben. Und zusätzlich die kleinen noch haben. Na du, dann hängt der. War anscheinend eine Betonkante.
Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite mein Bedienterminal zum Steuern. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wie es heißt, von Zytec, das ganz normale, was die meisten auch nutzen. Und das macht sich wirklich gut, muss man sagen. Und ihr seht selber, Silo bauen ist deutlich besser geworden. Man kann jetzt richtig schöne glatte Kante reinbauen. Man kann jetzt sogar mit dem Schiebeschild zurückziehen. Kann es sein, dass das immer wieder runtergeht, wenn wir ein Stück fahren? Ich habe es doch jetzt mehrmals nach oben gemacht. Da wollte ich schon wieder runtergehen. Oh. Schon wieder runtergehen. So kann man sich natürlich wirklich auf dem Silo festfahren, wenn man in der Mitte so ein bisschen aufliegt. Welche Geschwindigkeit ist optimal? Zwischen am liebsten so langsam wie möglich. Also dass das Schild die ganze Zeit immer wieder runter geht, ist anstrengend. Wir machen es jetzt einfach mal ab und walzen den Rest fest. Also welche Geschwindigkeit ist optimal? 3 km/h ist optimal. Oftmals wird 6 km/h gefahren, damit man eine entsprechende Walzleistung schafft. Weil es bringt ja nichts, wenn man nicht hinterherkommt. Das heißt, es kommt mehr Material an, als ich überhaupt schaffe, einmal zu überrollen. Also bei uns, wir fahren meistens zwischen 3 und 6 km/h, je nachdem, wie viel Masse ankommt. So langsam wie möglich, so schnell wie nötig. Also. Da wird auch oft nachgefragt, auch in der Realität. Wir haben ja zum Beispiel Zwillinge an unserem 8R dran. Warum? Konnte ich nicht irgendwie? Nein, scheint, ich konnte eigentlich Allrad zuführen. Auf 7 und 8 bin ich der Meinung. Geht jetzt aber nicht. Wir haben ja zum Beispiel Zwillinge bei uns an dem 8R. Warum das Ganze? Man hat einfach eine viel bessere Schubleistung. Das heißt, man kann deutlich mehr Masse mit einmal schieben, weil man ja eine höhere Traktion hat. Und ab einer gewissen Höhe gehört das einfach auch zum Arbeitsschutz dazu. Das heißt, wenn man über die Kanten fahren will, Kantenwalzen fahren will, hat man natürlich eine viel bessere Auflagefläche. Mit Zwillingsbereifung. Und dann ist natürlich auch die Sache von wie viel Tonnen reden wir jetzt hier. So, du darfst gerne jetzt runterfahren. Von wie viel Tonnen reden wir jetzt hier? Also, was viele kennen und denken, ist ja einfach mal... Wer der jetzt? Oh, das war der falsche. Dass der Trecker um die 10 Tonnen wiegt oder so, ne? Also die Argumentation ist ja, ja, aber wenn wir jetzt die Zwillinge aufteilen, dann haben wir ja nur halb so große Tonnage und halb so großen Druck. Ja, das ist soweit korrekt, aber die Maschinen wiegen halt mal, oder unser 8R wiegt einfach mal 22 Tonnen in der Silo-Edition. Das heißt, der drückt auch so schon richtig kräftig an. Also was wir jetzt halt festgestellt haben, wir hatten ja vorher einen Xeon 3800, der walzt, also der 8R walzt deutlich besser mehr und drückt deutlich besser an. Ne? Wir haben ja durch die Zwillinge auch eine hohe Walzleistung, das heißt, wir überrollen deutlich mehr Fläche. Dadurch kommt es ja häufig dazu, dass wir auch eventuell einen Teil zweimal überrollen. Und im Gesamten können wir uns eigentlich nicht beschweren bei der Walzleistung. Also das Silo ist bombenfest. Schön den Lack zerkratzt.
Ja, dann sind wir gleich durch. Wir sind jetzt durch. Und dann haben wir alles. Dann fahren wir noch den Telelader runter. Und dann können wir es zudecken, Leute. Da gab es heute aber auch mal eine extra lange Folge, glaube ich. Ich habe jetzt gar nicht auf die Zeit geachtet, aber ich glaube, sie ist jetzt auch extra lang geworden. Freitagsspezial, wenn sie heute rauskommt. So. Gut, Leute. Das war's. Das haben wir beendet. In der nächsten Folge dann. Gucken wir mal, ob wir dann schon einen Stall bauen. Hier haben wir 33% siliert. Wir haben ja noch Silage, also theoretisch könnten wir jetzt schon anfangen. Wir müssen ja sicherlich nur ein oder zwei Monate überbrücken. Silage. Ja, Ball. Ist fertig siliert. Hier war noch einer mit gern 52%. Müssen wir gucken, aber wir haben, die müssten ja eigentlich hier fertig siliert sein, genau. Die könnten wir sonst auch noch nutzen. Biogas produziert auch weiter fleißig. 4000 Kubik Gärreste, 4 Kubik Gärreste. Und 18 Tonnen haben wir da noch drin, 18.000 Liter. Gut, Leute, soll es das erstmal gewesen sein. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao, ciao.